Time to take a look at a few more Rhodia products. Zeit, sich wieder mal mit einigen Rhodia Notizbüchern zu beschäftigen oder Blöcken. Hier haben, diese haben wir schon gesehen, die Rhodia Notebooks, Hemos Bisto Estos Agendas de Rhodia y yo pienso también uno de estos papeles de Rhodia, pero ahora vamos a take a look at the dot pad. Wir werden uns also das dot pad von Rhodia mal aus der Nähe angucken. Du puedes comprar este en este medida, la medida mediana y este pequeño edición. Yo tengo aquí tres diferentes medidas. Also hier haben wir drei verschiedene Größen des Rhodia Dot Pads. Hier vergleichbar das normale karierte Pad, aber jetzt, also dieses ist jetzt ohne, ach doch, doch, das ist es auch, das Dot Pad. Und zwar werden wir das machen, vamos a probar este, mit diesem Füllfederhalter von mir, dem Flex and Wet Pen. The other pen, we are going to try es este pluma fuente de Mont Blanc, una pluma con una punta flexibel. Also dieser hat auch eine flexible Feder. Das ist der Flex and Wet Pen, mein eigenes Modell. Wir sehen die Form etwas ungewöhnlich, pero porque yo uso este tanto, este pluma tiene su propio stand. Oh, okay, das ist also, jetzt geht es also um die Rhodia Pads. Wir gucken uns die aus der Nähe an. Wie gesagt, speziell jetzt das Dot Pad. Wir sehen, die Bögen lassen sich hier so schön zurückschlagen. Okay, und diese Notizbücher sind auch sehr schön gemacht. Hinten mit der Tasche, so im Stil der Moleskin-Bücher mit dem Gummiband, was sich hier rüberziehen lässt. Para cerrar el libro. Okay, soweit also zum Rhodia Pad. In einem anderen Video, in einem otro Video, yo voy a cambiar la cámara y vamos a verlas aus der Nähe. Okay, gleich geht's also mit dem zweiten Video weiter.